Es war einmal, vor nicht allzu langer Zeit, da lebten ein paar brave Menschen in einer kleinen Stadt mit einem großen Turm. Einige davon hatten viel Geld und wollten damit Gutes tun. Sie wussten, dass es in der Stadt Kinder gab, die voll Lebenslust und Energie waren. Aber es gab keinen Ort, an dem sie sich austoben konnten. Und so kam es, dass die Wohlhabenden diesen Kindern einen wunderschönen Skaterplatz errichten ließen. Jetzt könnten alle zufrieden und bis an ihr Lebensende glücklich sein. Aber nein, einige waren nicht einverstanden. Ein paar Leute, die in der Nähe des wunderschönen Platzes lebten, fühlten sich durch die Kinder gestört und schimpften gar fürchterlich. Leider waren die Beschwerdeführer nicht bereit dazu, uns vor der Kamera ihren Standpunkt zu erläutern. Hier deshalb schriftlich ihre Hauptaussagen. Zu laut wird es, wenn auf dem Bolzplatz und den Sportanlagen gleichzeitig gespielt wird. Bei dem Krach, der oft bis spät in die Nacht geht, ist hier einfach nicht an Ruhe zu denken. Heutzutage haben Kinder schon so viele Rechte. Was ist mit den Rechten der Anwohner? Wir wollen auch den Sonntag genießen. Der Rat der Weisen kam zusammen und beschloss, um den Frieden zwischen den Bürgern wiederherzustellen, den Skaterplatz einzuzäunen und nur zu bestimmten Zeiten zu öffnen. Jetzt könnten alle zufrieden und bis an ihr Lebensende glücklich sein. Aber nein, einige waren immer noch nicht einverstanden, denn in der Nähe des Skaterplatzes waren noch andere Dinge, die lärmten, zum Beispiel ein Bolzplatz und andere Spielplätze, die plötzlich auch alle zu laut waren. Der Rat der Weisen kam zusammen und beschloss, um den Frieden zwischen den Bürgern wiederherzustellen, auch die Nutzung dieser Orte nur zu bestimmten Zeiten zu erlauben. Jetzt könnten alle zufrieden und bis an ihr Lebensende glücklich sein. Aber nein, einige waren immer noch nicht einverstanden. Den Kindern waren die Verbotszeiten des Waisenrates ganz egal und sie spielten immer dann, wenn sie Zeit dazu hatten. Das ließ sich ihr Nachbar nicht gefallen, rief die Wachen und die Kinder wurden vertrieben. Jetzt könnten zumindest die Anwohner zufrieden und glücklich bis an ihr Lebensende leben. Aber nein, diesmal waren die Kinder nicht einverstanden. Die Eltern der Kinder gingen an die Öffentlichkeit und schrieben Leserbriefe. Und von nun an überschlugen sich die Ereignisse. Es gab Stadtteiltreffen, die Einschränkungen der Öffnungszeiten wurden zurückgenommen, die Rücknahme wurde dann wieder zurückgenommen und dergleichen mehr. Schließlich sprach der oberste Richter des Landes ein Urteil, aber keiner wusste mehr, was nun erlaubt und was verboten ist. Jetzt könnten alle zufrieden und bis an ihr Lebensende glücklich sein. Aber ist denn nun wirklich alles gut? Tja, liebe Kinder, so oder so ähnlich geschah es einst bei uns in Landshut. Doch es ist kein Märchen, sondern bitterer Ernst. Aber was wollen die Erwachsenen eigentlich? Wenn wir Sport treiben, sind wir zu laut. Wenn wir Computer spielen, verblöden wir. Und werden brutal. Am besten ist es wohl, wir machen gar nichts mehr. Dann können wir nicht mehr verblöden, weil wir schon blöd sind. Dann sind wir nicht mehr zu laut, weil wir zu allem unser Maul halten. Okay. Ja, so machen wir es.